Hi, schön, dass du wieder einschaltest. Heute stelle ich dir die erste Sorte von Raikos Kura Dog vor und sie gehört sogar zum Bio-Nassfutter. Für welchen Hund ist sie geeignet? Also, die hat einen sehr hohen Fleischanteil und das Fleisch wird ausschließlich Biofleisch von kontrollierten Biozuchtbetrieben mit Schlachtung ab Hof. Und alle Rohstoffe stammen aus kontrollierten Biobetrieben. Und daher eignet sich die Sorte an sich für jeden Hund. Es wird auch ganz speziell darauf geachtet, dass keine Rohstoffe verwendet werden, die aus der Sicht von Reiko allergische Reaktionen auslösen könnten. Und deshalb ist es auch sehr besonders für empfindliche Hunde geeignet. Die Sorte ist glutenfrei, laktosefrei und hat das mineralische Gleichgewicht. Nun schauen wir uns mal die Zusammensetzung an. 73% Pute und davon sind 80% Brustfleisch, 5% Herz, 5% Hals und 5% Karkasse und 5% Leber. Dann gibt es noch 10% Zucchini und das ist auch wieder ein Kürbisgewächs und 7% Kürbis. Und Kürbisgewächse sind Vitaminbomben und haben neben der Menge Vitamin A, C und E und damit auch viele gesunde Ballast- und Mineralstoffe, wie zum Beispiel Magnesium, Zink und Eisen. Es regt die Verdauung und den Stoffwechsel an und schwemmt auch gleichzeitig die Giftstoffe aus. Damit ist es gut fürs Immunsystem und unterstützt auch die Insulinregulierung. Und kann sogar Vorbeugung von Blaseninfektionen und Prostataerkrankungen sein. Dann gibt es noch 5% Wurzelgemüse und das ist auch reich an Vitaminen und Mineralstoffe. Die sind oft nahrhafter und gesünder als die meisten Blatt- und Sommergemüse. Zum Schluss dann noch 2% Leinöl. Es ist kaltgepresst und auch hier eine Vitaminbombe und hat Provitamin A und auch viele Vitamine wie B1, B2, B6, C, D, E und K. Diese sind dann auch unter anderem unverzichtbar für unser Nervensystem und die Immunabwehr und auch für die Blutgerinnung. Dann haben wir noch Kamille enthalten, die ist entzündungshemmend, krampflösend und entblähend. Schützt demnach vor Magengeschwüren, beruhigt damit auch den Magen und ist antibakteriell und pilzhemmend. Ja, dann ist natürlich noch, sind die Algen dabei für das mineralische Gleichgewicht. Und das, wenn ich es jetzt so richtig sehe, ist eigentlich alles aus ökologischer Erzeugung. Also mir fällt da jetzt keins auf, was nicht aus ökologischer Erzeugung wäre. Und trägt die DE Öko 006 Nummer. Kommen wir zu den analytischen Bestandteilen. Rohprotein mit 9,10% ist jetzt ein bisschen weniger als die normalen Nassfuttersorten. Trotzdem hat es noch einen guten Wert. Rohfett mit 7,2% ist jetzt etwas höher als die Nassfuttersorten und liegt aber auch in einem guten Wert. Rohfaser mit 1,4% ist jetzt auch etwas höher, aber trotzdem liegt sie im mittleren Bereich. Rohasche mit 2,81% und ist leicht drüber über den empfohlenen Tages- oder über dem empfohlenen Wert. Feuchtigkeit mit 70,84% und liegt hier im empfohlenen unteren Bereich, aber dennoch völlig in Ordnung. Calcium mit 0,39% und Phosphor mit 0,30%. Ergibt dann aber auch hier wieder ein Calcium-Phosphor-Verhältnis von 1,3 zu 1, also absolut ideal. Schauen wir uns den Tagesbedarf an. Der ist ja ein bisschen mehr als bei den anderen Sorten. Ein 5-Kilo-Hund braucht 230 Gramm am Tag. Meine Erfahrung damit. Also alle Kure-Dog-Sorten gebe ich nur als Kur. Und gerade bei Hunden, die sehr große Probleme haben, ist es manchmal besser, zuerst mit den Biosorten zu beginnen und danach auf eine andere Sorte, vielleicht auch erst auf die Schonkost und dann aufs normale Nassfutter umzustellen.
Also meistens gebe ich dieses Futter als Kur zum Aufbau des Immunsystems. Einfach damit der Körper des Hundes wieder auf ein normales Niveau kommt, um richtig arbeiten zu können. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich total über eine Bewertung von dir. Deine Jasmin mit Genie und Chiara.